So, ich möchte heute ein ganz einfaches Gericht machen, und zwar einfach Zucchini mit Brennnesseln. Und die habe ich hier. Die Zucchini ist gekauft und die Brennnessel ist frisch aus meinem Garten. Und da gerade so schönes Wetter ist, werde ich die jetzt im Garten klein schneiden. So, die Zucchini habe ich klein geschnitten, die sind bereits in der Pfanne, und hier sind jetzt die Brennnesseln zu sehen, auch klein geschnitten. Ich habe mit einer simplen Papierschere gearbeitet, weil ich das einfach am besten kann. So, hier sind jetzt die Zucchini in der Pfanne und jetzt schütte ich die Brennnesseln einfach dazu. Ich rühre das um. Und lasse sie einige Minuten in den Zucchini, die ich bereits mit Olivenöl angebraten habe, mitdünsten. So, und so sieht es aus, wenn es fertig ist. Ich bin mal mit euch nach draußen gegangen, damit es besser zu sehen ist. Bei Brennnesseln passiert das gleiche wie bei Spinat, nämlich dass aus einer vorher großen Menge eine sehr kleine Menge wird. Da zwischen den Zucchini kaum zu erkennen, obwohl es eine volle Tasse war. Das ließe sich jetzt einfach warm essen, so oder mit irgendwas dazu. Ich stelle das jetzt zur Seite, und wenn heute Abend, wenn wir vorhaben, Film zu gucken, dann jemand Hunger auf was Kleines hat, dann habe ich gleich was da, was sich auch ganz wunderbar kalt essen lässt. Probiert es einfach aus, und wenn ihr auf ein tolles neues Rezept kommt, schickt es mir gerne zu. Ich freue mich drüber. Danke und guten Appetit.